Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meiner Sendung unterwegs mit dem Pater und heute bin ich in Kues eigentlich, hier oben auf dem Plateau. Ja, kann man sagen, in Büros vom Mosel-Musikfestival. So ist es. Und mein Gesprächspartner heute ist Tobias Scharfenberger, Direktor? Intendant. Intendant des Mosel-Musikfestivals. Ja, heute soll es um die Kultur gehen, das ist unser Thema. Und ich fange immer mit der ersten Frage an. Herr Scharfenberger, wie geht es Ihnen so im Lockdown? Mir persönlich geht es gut. Ich bin dafür sehr dankbar. Ich glaube auch tatsächlich, dass meine Situation privilegiert ist. Ich bin gesund, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ja, wie gesagt, mir geht es gut, der Kultur geht es schlecht. Warum geht es der Kultur schlecht? Ich frage direkt nach. Weil wir mittlerweile seit einem Jahr in der schwierigen Situation sind, dass wir nichts veranstalten können, beziehungsweise im Sommer und frühen Herbst gab es ein kurzes Fenster, wo man was machen konnte. Aber die Entwicklung einfach zu solchen Verwerfungen geführt haben, die uns noch über Jahre begleiten werden. Das fängt an damit, dass die ganze Finanzierung von Veranstaltungen, wenn wir sie auch jetzt wieder durchführen dürfen, extrem schwierig geworden ist. Wir haben unglaubliche Mehrkosten durch diese ganzen Hygiene- und Abstandsregelungen. Wir dürfen nur mit ganz kleinen Besucherzahlen operieren, sodass die Fragen nach Wirtschaftlichkeit einer Veranstaltung eigentlich gar nicht mehr zu stellen sind. Und es führt natürlich dazu, dass wir durch die langen Planungsvorläufe, die wir beim Festival haben, die wir bei freien Ensembles haben, auch bei privaten Kulturveranstaltern, also privatwirtschaftlichen Kulturveranstaltern, es dazu unglaubliche Verschiebungen kommt. Also wir sprechen nicht nur von einer verlorenen Saison 2020, die 21 ist im Grunde genommen auch schon gelaufen. Wahrscheinlich auch die Saisons 22 werden extrem schwierig werden. Hinzu kommt in unserer Situation, dass gerade Festivals wie unseres, wir sind ja keine privatwirtschaftlichen Festivals, sondern unser Festival hat sechs Gesellschafter und dieser Gesellschafteranteil, der 15% in unserem Budget ausmacht, führt aber dazu, dass wir für viele Hilfsprogramme, die aufgelegt worden sind, wofür wir natürlich auch extrem dankbar sind, sind solche Konstrukte wie die wir sind, gar nicht antragsberechtigt. Und das macht es einfach ganz schwierig. Wir können diese fehlenden Umsatzerlöse nicht mehr kompensieren. Sie fahren mit jeder Veranstaltung, selbst wenn da moderate Gagen im Spiel sind, ein großes finanzielles Defizit und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig. Was sind die Perspektiven für die Kultur? Eher düster. Die sind wirklich mittlerweile ziemlich düster. Ich bin kein pessimistischer Mensch, aber die ganz schwierigen Jahre werden noch vor uns liegen, weil das hat jetzt auch kürzlich der Beigeordnete vom Deutschen Städtetag, der Referent für Kultur und Bildung, Klaus Hepborn, gesagt, dass natürlich in den kommenden Jahren auch dass Kulturausgaben in den meisten Kommunen immer freiwillige Leistungen sind, auch die werden natürlich zurückgefahren werden. Und wir können nicht davon ausgehen, dass das Geld dann so weiterfließt. Auch die ganze Drittmittelakquise, wir wissen nicht, wie es in Zukunft Sponsoren gehen wird. Auch da sind ja wirklich viele Branchen brutal getroffen durch diese Schließungen und den langen Stillstand, den es da im Moment gibt, dass wir auch da nicht wissen, wie die wirtschaftlich aus dieser ganzen Nummer rauskommen und ob sie sich in Zukunft, selbst wenn sie es wollen, noch als Sponsoren oder Mäzene engagieren können. Also gerade die wirtschaftliche Seite ist ein großes Problem, nicht nur jetzt, sondern in der Zukunft. Ich glaube, das haben viele Zuschauer gar nicht im Blick. Die denken sozusagen ähnlich, dass der Gastronom, die armen Gastronomen, die tun uns natürlich auch leid, aber die haben es in gewisser Weise einfacher, die machen Wirtschaft auf und irgendwie, sage ich mal, innerhalb von 1 bis 2, 3 Wochen hat sich das Ganze wieder, läuft der Laden. Bei Ihnen ist es wie ein Ozeanschiff, der Tanker ist zum Stillstand gekommen und bis das alles wieder läuft, dauert es sehr lang, beziehungsweise es fragt sich, ob es überhaupt noch läuft. Man muss es trennen, also es klingt ein bisschen komisch, wenn ich sage, dass diese Pandemie dazu geführt hat, dass
im letzten Jahr auch ganz viele kreative Prozesse entstanden sind. Wir bei uns im Festival-Team haben uns Gedanken gemacht, was kann man überhaupt anbieten, selbst was könnte man anbieten, wenn nicht mal mehr Musiker reisen dürfen, ist es noch möglich, eine Veranstaltung durchzuführen und selbst wenn sie nur digital oder hybrid stattfindet. Also da ist viel kreatives Potenzial auch freigesetzt worden. Was es bei uns so schwierig macht, sind tatsächlich diese langen Planungsvorläufe, die viele Menschen, glaube ich, nicht vor Augen haben. Wenn sie Festivalsaisons planen, und wir sind jetzt ja noch kein großes Festival wie Salzburg oder Bayreuth, wo große szenische Produktionen noch mit dranhängen oder große Orchester, aber auch wir haben Planungsvorläufe von 2 Jahren. Und das verschiebt sich natürlich jetzt alles. Jetzt werden Künstler aus der letzten Saison, werden nach dieser Saison gebucht, Künstler, die für diese Saison angefragt wurden, werden wieder vertröstet. Das verschiebt sich auf die nächste Saison. Für viele Solo-Selbstständige haben die ganzen Hilfen nicht funktioniert oder haben sie nicht erreicht. Also da sind auch mittlerweile an einem Punkt, wo Musikerinnen und Musiker, die ehedem auch wirklich gut im Geschäft waren, jetzt wirklich von ihrem Ersparten leben und sagen, die Perspektiven werden mittlerweile immer schwieriger. Ich hatte früher Anfragen für 2-3 Jahre im Voraus. Ich habe im Moment gar keine Anfragen. Das hört man immer wieder. Es ist ein sehr großes Geflecht auch von Branchen, die mit uns zusammenarbeiten. Sie sparen die Gastronomie an, mit denen haben wir zu tun. Also für die ist es schwierig. Die ganzen Künstlermanagements, was auch viele Menschen nicht wissen, dass ja oft Karrieren Künstlerensembles von Künstlermanagern und Agenturen gemanagt werden. Auch die stehen teilweise wirklich vor dem Aus, weil sie für viele Förderanträge auch nicht antragsberechtigt waren. Die Honorare, die Agenturen normalerweise kriegen, werden viele im Ausland erwirtschaftet, auch wenn es jetzt heißt, tragen sie ihre Umsätze der Vorjahre ein. Dann können sie vieles davon gar nicht erstattet bekommen, weil es in Deutschland nicht erwirtschaftet ist. Also das ist alles sehr komplex und schwierig. Eine ganze Branche, die es ganz furchtbar bitter getroffen hat, sind und auf die wir auch ganz angewiesen sind, mit denen wir viel zusammenarbeiten, sind die ganzen Technikdienstleister, die Stagehands, Licht, Ton, Bühnenbauer, die ja nicht nur in Festivals arbeiten, sondern auch zum Teil Messebau engagiert sind bei den großen Volksfesten. Also auch diese Branche liegt mittlerweile ziemlich da nieder. Und ich persönlich glaube auch, dass sich vieles nach dieser Pandemie so auch nicht wieder schnell einspielen wird. Ich sehe gar nicht, wie Chöre, große Orchester wieder auf Tourneen gehen. Das ist was sicherlich in den nächsten 1,5-2 Jahren nicht stattfinden wird, wie wir es kann. Man kann überlegen, ob das alles so gut war. Das hatte in den letzten Jahren auch zu einem ziemlichen Wildwuchs geführt und es war gang und gäbe, dass Musiker einen Tag in Tokio und dann weiterflogen nach New York und dann einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Salzburg. Oder hier stellen wir vielleicht in Bergkastel und in Traber aufgetreten. Das ist ganz wunderbar gewesen, aber auch das wird so sicherlich in Zukunft auch nicht mehr sein. Ja, die Situation, wie Sie es geschildert haben, ist bitter. Haben Sie auch schon gehört, denn das habe ich auch gehört, dass viele, ja zumindest vielleicht Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben, wie Sie schon gesagt haben, für den technischen Support, da überlegen sich, glaube ich, viele, ob sie den Beruf aufgeben, haben teilweise den Beruf schon aufgegeben, weil sie sagen, wir können ja momentan nichts verdienen, aus reiner wirtschaftlicher Notwendigkeit. Also geht auch eine ganze, ja, ich sag mal, Know-how-Kultur verloren. Geht das mittlerweile auch für Künstlerinnen und Künstler, dass die an den Punkt kommen, zu überlegen, auch ihre Kunst an den Nagel zu hängen? Das habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass Kolleginnen und Kollegen überlegen, andere Wege einzuschlagen. Ich meine, es wird natürlich die Superstars und die Großen geben. Ich glaube nicht, dass ein Jonas Kaufmann sich Gedanken machen muss, ob er nach der Pandemie noch Engagements haben wird. Also, aber es gibt halt viele, also in Berlin gab es gerade eine Studie, wo glaube ich 30% der Musiker tatsächlich überlegen zu wechseln. Und was mir auch wirklich am Herzen liegt, weil ich jetzt auch gerade jüngst
persönlich mitgekriegt habe, was ganz schwierig ist, ist der ganze musikalische Nachwuchs. Also die ganzen jungen Leute, die jetzt frisch von den Hochschulen kommen, die eigentlich nicht wirklich eine Perspektive haben, irgendwo einzusteigen. Ganz, ganz dramatisch zum Teil die Situation der wunderbaren freien Ensembles. Also das Mose Musikfestival hat auch in den Jahren meines Vorgängers ja mit so wunderbaren Ensembles gearbeitet wie der Lautenkompanie. Es gibt heute Morgen hörte ich noch im Radio das wunderbare Ensemble Modern in Frankfurt, mhm. was sich sehr, sehr engagiert hat in neuen Konzertformaten und sich stark gemacht hat für zeitgenössische Musik. Die wunderbaren freien Kammerorchester, die wirklich Innovatoren sind, auch im Konzertbereich, die ja auch eine Planungsperspektive haben müssen. Also da an diesen Rändern franzt es gerade. Ich glaube auch, die Superstars in Anführungsstrichen wachsen ja immer auch. Also es braucht ja auch einen gesunden Boden, aus dem dann einzelne Stars ja wachsen. Also es braucht aber auch die, ich sage mal, die ganz normale Schicht der Künstlerinnen und Künstler, ja, die genau. vielleicht auch Neues wagen, wie Sie sagen, und die dann die etablierten Künstlerinnen und Künstler, die werden dann das aufgreifen. Es braucht auch diese Avantgarde immer. Es braucht die Avantgarde, es braucht Leute, die Ideen geben, es braucht aber auch eigentlich eine breite Schicht, die wir in Deutschland durch unsere, ja im Vergleich zu vielen anderen Nationen, immer noch sehr üppige Kulturförderung haben, durch dieses ganze Stadttheatersystem. Auch dafür braucht es ja Nachwuchs und inwieweit eben auch die etablierten Häuser da sozusagen wieder ganz in den normalen Modus zurückfinden. Auch das wird sicherlich ein, zwei Jahre dauern, bis man da wieder Vollgas geben kann. Also das macht mich schon besorgt, auch wenn man, wie gesagt, gerade auf die freie Szene schaut, die ja in den letzten Jahren auch stark gewachsen ist, auch im Klassikbereich. Ich habe jüngst auch ein Beispiel, wie ernst da die Lage ist, mit den Abschlussjahrgang angeschaut von der Folkwang-Hochschule in Essen, von den Studiengängen für Musical. Also gerade da in dem Bereich, wo ja viel freie Produktion auch stattfindet, geplant werden, die wirklich zwei, drei Jahre Vorlauf haben, bis Sponsorengelder eingeworben sind für ein Projekt. Da ist eigentlich null Perspektive da. Also kein Mensch wird im Moment eine neue Musical-Produktion frei finanziert anfangen, weil man nicht weiß, in welcher Form kann ich das überhaupt stattfinden lassen und wann können wir es aufführen. Da muss ja auch eine gewisse Menge an Veranstaltungen stattfinden und so ein Projekt muss ja auch verkauft werden, damit es irgendwann dann auch mal Geld einspielt. Also, die Lage ist schon ziemlich ernst und ich glaube tatsächlich, dass sich da sehr viel verändern wird. Wir müssen sehr viel nachdenken über Kulturfinanzierung in Zukunft, also gerade das Mose Musikfestival, was ja eine gemeinnützige GmbH ist. Wir haben keine Möglichkeiten, Rücklagen zu bilden qua unserer Rechtsform. Und auch da muss man eben nachdenken, inwieweit da Förderprogramme neu gedacht werden, inwieweit man freie Musiker, Musikerinnen, freie Künstler absichert, wie man das eben auch mit Kurzarbeitergeld jetzt tun konnte, was ja vielen Firmen tatsächlich auch geholfen hat, muss man auch mal sagen. Klar, aber das Problem ist ja, glaube ich, dass es die Künstler nicht so erreicht hat, wie sie es schon sagen. Gelder konnten nicht abgerufen werden oder waren nicht da, wurden sehr schlecht ausgezahlt. Aber nochmal das Stichwort auch Kulturförderung, denn ich glaube, die Politik in dem Sinne ist auch wichtig. Wir haben das ja in einem der vorhergehenden Gespräche schon mal bei der Reisebranche auch gesehen. Ist die Politik und so in der Lage, diesen komplexen Zusammenhang überhaupt wahrzunehmen? Oder fühlen Sie sich da von der Politik verlassen? Ich meine, es gibt ja immer Kultusminister, Kulturminister, Kulturstaatssekretäre. Also die Kultur ist ja an sich immer mit Posten in den Landeskabinetten der Bundesregierung beziehungsweise bis runter in der Kommune auch vertreten. Aber die Politik scheint, gerade die Kulturpolitik scheint ja momentan auch nicht stattzufinden. Also ich würde da mal zwei Thesen sagen, wir brauchen, glaube ich, wirklich eine andere Kulturpolitik, eine viel mehr gestaltende Kulturpolitik als eine verwaltete oder geldgebende Kulturpolitik, sondern da muss wirklich visionär gestaltet werden. Zum anderen müssen wir uns als Kulturschaffende, egal ob privatwirtschaftlich
organisiert oder öffentlich gefördert, auch an die eigene Nase packen. Wir haben uns lange dahinter verschanzt, dass wir was Schönes machen, was spielen, was nach draußen tragen, aber wir haben viel zu wenig, hat einen komischen Beigeschmack, wenn ich sage, Lobbyarbeit betrieben, aber das hat jetzt die Pandemie tatsächlich auch im Positiven gezeigt. Es ist ein anderes Verständnis erwachsen für die Zusammenhänge, in denen wir arbeiten, für die Zeiträume, in denen wir arbeiten, für die vielen Branchen, die mit uns arbeiten, für die Menge an Menschen, die in der Kultur arbeiten. Das sind 1,3 Millionen Menschen, die im Kulturbusiness in Deutschland arbeiten. Also nicht nur im Bereich klassische Musik, aber das ist schon Ich meine, Einwurf von 20%. Ich glaube, 3,1% der Werktätigen sind im weitesten Kulturbereich tätig. Ja, das ist schon eine große Zahl und das ist ja doch auch eine wirtschaftsrelevante Größe. Ja. Also da werden schon, auch das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass allein im Klassikbereich es im deutschsprachigen Raum über 600 Festivals gibt. Es werden viele hundert Millionen Euro da umgesetzt. Also, und wir sind, das Mose Musikfestival ist ein schönes Beispiel von vielen. Wir sind auch viel natürlich Kulturanbieter in einem ländlichen Raum. Die meisten Festivals finden ja außerhalb der Ballungszentren statt. Also auch da wird ja wirklich auch ein Auftrag erfüllt, wenn wir uns als Kulturnation verstehen. Und ich glaube, da muss in Zukunft Kulturpolitik viel mehr gestalten und da sind auch wir Kulturschaffenden viel mehr gefordert, das nach draußen zu tragen, darüber zu kommunizieren, das zu sprechen und da auch im guten Sinne für diese Arbeit zu werben. Mit meiner Kollegin Frau Erbe, die kaufmännische Leitung beim Festival hat und ich, wir arbeiten jetzt auch in dieser Sprechergruppe vom Musikfestival mit, da sind mittlerweile über 100 Festivals in Deutschland, haben sich da zusammengeschlossen, eigentlich erstmal ein loser Interessenverband, die sich in der Krise hier sehr ausgetauscht haben und da auch den Schulterschluss gesucht haben und sich nicht so sehr als Konkurrenten betrachtet haben, sondern auch erkannt haben, hier ist wirklich Handlungsbedarf und da muss man sehr aktiv auch an die Politiker herangehen und Politikerinnen und das immer wieder auch klar machen, was da auf dem Spiel steht, wenn wir uns noch dazu als Kulturnation begreifen. Vielleicht ist es so ein bisschen, ich erinnere mich an Gespräche mit der Frau Hubert, die hat im Vorgespräch gesagt, dass die Friseure oder Friseurinnen eben ja auch in gewisser Weise ja Künstler sind und eben auch nicht dieses Geschick haben, wie andere Branchen, ja diese Lobbyarbeit zu betreiben. Vielleicht gilt das auch ein bisschen für die Künstler, weil sie, wie gesagt, die sind beschäftigt mit dem Schönen, dem Edlen, dem Wahren, dem Schönen, aber also manchmal wird vielleicht einfach dieses Klein-Klein der Politik, der Lobbyarbeit dann auch nicht wahrgenommen. Ja, ich glaube, das Grundproblem ist wahrscheinlich, dass man uns zu sehr auf den Moment des Konzertes, der Theateraufführung, des Ballettabends und so weiter reduziert. Man sieht nur diesen kleinen Ausschnitt, man sieht nicht, wie viel Arbeit, dass da 6, 7, 8 Jahre Studium dahinter sind, dass da Menschen sind, die, eine Fagottistin, die ein Instrument kaufen muss, wenn das einen gewissen Klang und ein Niveau haben will, also ein Spitzenorchester oder ein Spitzenensemble mithält, dass man da 60.000, 80.000 Euro für so ein Instrument ausgeben muss, dass man das unterhalten muss, dass man das pflegen muss, dass man jeden Tag viele Stunden üben muss, dass man das nicht einfach nur als Hobby macht. Klar machen die allermeisten Menschen in der Kultur arbeiten da mit einer großen Leidenschaft und einer anderen Passion, als sie es vielleicht in der Verwaltung tun oder in einem, egal in welcher Branche. Ich glaube, das unterscheidet uns wahrscheinlich in vielen von anderen Berufszweigen. Aber wir müssen tatsächlich mehr darüber sprechen. Das ist, halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. In Prag, in der Tschechoslowakei, also in der Tschechischen Republik, ist mein Dichterpräsident geworden. Das wäre doch mal was für Deutschland, dass auch mal ein richtiger, also nicht immer nur nichts gegen die Juristen oder die Bankkaufleute oder sowas, sondern dass auch mal Kulturschaffende, also Künstler, ausgebildete Künstler, praktizierende Künstler und Künstlerinnen mal in die Politik gehen und dass man ja vielleicht sich aus dem geschützten, dem heiligen Raum des Theaters, der Bühne bewegt, hin in die Politik. Das wäre ich glaube gut. Tatsächlich, dass das gut wäre und ich glaube auch gerade im Hinblick auf die kommenden Jahre, die
was die wirtschaftliche Gestaltung von Festivals, von Theateraufführungen und so weiter angeht, dass es auch da wichtig ist, eben auch da dieses Know-how mitzunehmen. Das sind mittlerweile doch große und komplexe Herausforderungen, also gerade in so einer Zeit wie jetzt, Veranstaltungen überhaupt durchzuführen. Also das in eine gute Balance zu kriegen, Kunst und Zahlen, ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Es haftet uns doch auch immer das Image an, Kultur könne nicht mit Geld umgehen. Dann kann man jetzt sagen, wenn ich mir die ein oder andere Großbaustelle anschaue, genau. Weiß ich nicht, ob man da immer mit dem Finger auf die Kultur zeigt. Oder ob der Bund der Steuerzahler immer sagen würde, dass die Politikerinnen und Politiker mit Geld und mit unseren Steuergeldern gut umgehen können. Aber auch da, denke ich, ist es ganz wichtig zu zeigen, dass es wunderbare Beispiele gibt, wo das eben sehr, sehr gut funktioniert und wo mit einem wirtschaftlichen Verständnis ganz großartige Kunst gemacht werden kann. Also da sind wir, glaube ich, gefordert, viel proaktiver nach draußen zu gehen. Ja. Ja, wir müssen ein bisschen leider auf die Uhr schauen, wie so oft bei unseren Gesprächen. Ja, es ist ein großer, ja, ein wichtiger Bereich. Ich denke, wir als Kirche, Kultur und Kirche sind in gewisser Weise, so nehme ich das immer auch wahr, verwandte Branchen. Wir dürfen ja weitermachen oder durften weitermachen, das ist auch gut so. Vielleicht von mir aus der Appell auch mal an die Verantwortlichen in der Kirche, auch an die höheren Verantwortlichen in der Kirche, vielleicht auch mal den Schulterschluss zu suchen mit der Kultur, um da vielleicht auch etwas zu erreichen. Aber vielleicht, um das Gespräch abzuschließen, Herr Scharfenberger, was ist Ihre Perspektive trotzdem für die kommende Zeit für das Mosel Musikfestival? Wird es zumindest im Sommer Veranstaltungen geben können? Was ist Ihre Erwartung? Wir sind so aufgestellt, dass wir Veranstaltungen machen können. Wir haben ja auch letztes Jahr, nachdem wir eine ganz erfolgreiche Saison eigentlich einstampfen mussten, weil wir sie so nicht durchführen konnten, haben wir letztes Jahr mit sehr kleinen, kreativen, teilweise auch sehr spielerischen, experimentellen Formaten, glaube ich, einiges auf den Weg gebracht. Bei uns in Klausen zum Beispiel, sehr schön. Wir wollten wunderschönen Abtsgarten in Klausen. Abtsgarten, ne? Abtsgarten, ja. Das war ganz wunderbar, da kommen wir auch wieder hin. Und von daher, wenn jetzt nicht Veranstaltungen vollständig untersagt werden sollten, was wir alle nicht hoffen, dann haben wir jetzt ein schönes Programm vor uns mit aktuell fast 42 Veranstaltungen, die wir diesen Sommer machen können. Die sind alle erprobt. Es hat auch der letzte Sommer nicht nur bei uns, sondern selbst beim großen Festival Supertank haben die Salzburg ja gezeigt, dass Kulturveranstaltungen überhaupt keine Superspreader-Events sind. Die Menschen können sich bei uns wohlfühlen. Wir haben wirklich auch dieses Jahr drauf gesetzt, sehr neben schönen klassischen Konzerten, aber durchaus auch Unterhaltsames zu bieten, bis hin zum musikalischen Kabarett, einfach um auch da eine gute Energie zu geben. Ich glaube, das ist das, was wir aus der Zeit mitnehmen müssen, dass es ziemlich bitter ist, auch zu erkennen, dass das, was den Menschen eigentlich Seelennahrung gibt, genauso wie es geistige Nahrung gibt, genauso wie das eben ein Reflexionsort ist, wie eine Kirche oder die Religion, die den Menschen auch Halt und Orientierung bietet, dass Kultur da auch eine ganz wesentliche Rolle spielt in so einer schwierigen Zeit. Deswegen freut mich auch Ihr Appell an die Kirchenoberen, zumal es ja gerade zwischen Kunst und Kultur und Musik und Kirche und Religion ja ohnehin. Ich glaube, wir hängen zusammen. Also wir ganz sind Führer in der Geschichte, aber auch, sagen wir, was wären wir ohne Künstlerinnen und Künstler, die etwa Gottesdienste verschönern durch Musik, aber auch durch Lesung und auch da wichtige Impulse, die wir auch immer wieder aufnehmen von der Kirche. Wir sind Orte, wo auch Kultur stattfinden kann, nicht nur in Klausen, auch in vielen anderen Orten sind Kirchen wichtige Orte für Kultur. Nein, also das sehe ich genauso. Ja, wir könnten, glaube ich, noch lange weitersprechen. Ich glaube aber, die Not ist zum Ausdruck gekommen und hoffen, dass es auch vielleicht einige Menschen sehen, die sich von dieser Not ansprechen lassen gleichsam und die vielleicht auch merken, Kultur ist genauso wie Kirche, ist genauso wie Supermarkt und Einzelhandel etwas, was zum Leben gehört und lebensnotwendig ist. Und von daher
auch etwas, was dazugehört. Das wäre gut. Und wenn das gesehen wird und begriffen wird, dann gehen wir, glaube ich, auch vielleicht in eine Zukunft, ja, die zumindest mit Kultur und für die Kultur möglich ist. Ich bedanke mich, Herr Scharfenberger, für das Gespräch und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, unterwegs mit dem Pater. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, lieber Pater Soll, ich danke sehr herzlich. Ja, bitte, bitte. Alles Gute. Tschüss.